Sehr verehrte Frau Bundesvorsitzende, liebe Angela Merkel, sehr geehrte Ministerpräsidenten, Exzellenzen und Abgeordnete, liebe Annegret Kramp-Karrenbauer, lieber Peter Tauber, dem wir von hier aus noch einmal gute Besserung wünschen. Liebe Freundinnen und Freunde, 3,7 Millionen Einwohner, 1500 Dönerläden, also mehr als in Istanbul, 190 Nationalitäten, 175 Museen, das sind mehr als Berlin-Regentage hat, 140 Theater, 12 Großstädte, wir nennen sie Bezirke, 3 Opernhäuser, 2 Zoos und immer noch ein Flughafen. Der Tegel heißt, das ist Berlin in ein paar Zahlen. Manches hier mag dem Nicht-Berliner ja fremd vorkommen, zum Beispiel das Kultivieren schlechter Laune als Berliner Schnauze oder Straßencafés, in denen nicht nur Englisch gesprochen wird, sondern in denen eine Tasse Kaffee mit Zigarette und Wodka auf der Karte steht, und zwar als Frühstückskreation namens Parkbank. Aber wenn Heimat der Ort der Geburt, der Ort prägender Erfahrungen ist, liebe Freundinnen und Freunde, dann darf ich Sie heute alle in einer echt christdemokratischen Heimatstadt Berlin willkommen heißen. Hier in Berlin wurde unsere Partei 1945 gegründet. Keine 2 Monate nach Ende des Zweiten Weltkriegs riefen die Unterzeichner des Gründungsaufrufs, ich zitiere, die christlichen, demokratischen und sozialen Kräfte zur Sammlung und appellierten, alles Trennende zurücktreten zu lassen. Einer der Unterzeichner war Walter Schreiber, dessen Name nicht nur einen Berliner U-Bahnhof, sondern auch unsere Partei schmückt. Denn er steht für Haltung, für jene Haltung, mit der die CDU einst den Wiederaufbau Deutschlands vorangetrieben hat. Als die SPD hier in Berlin nach der Wahl 1950 ihre Mehrheit verlor, kam es im Abgeordnetenhaus zu einer Kampfabstimmung zwischen dem Bürgermeisterkandidaten der SPD, Ernst Reuter, und eben Walter Schreiber. Sie endete im Patt. Um nicht das Los entscheiden lassen zu müssen, wie es die neue Berliner Verfassung vorsah, verzichtete der CDU-Landesvorsitzende zu Reuters Gunsten. Er wurde in einer Allparteienkoalition sein Stellvertreter und 3 Jahre später, nach dem plötzlichen Tod Ernst Reuters, in einer Kampfabstimmung doch noch zum regierenden Bürgermeister gewählt. Diese Episode aus der Geschichte der Berliner CDU zeigt zum einen, liebe Freundinnen und Freunde, dass die Geschichte der großen CDU Regierungsoberhäupter in Berlin nicht erst mit Richard von Weizsäcker begonnen hat. Und ich verspreche Ihnen, sie wird auch nicht mit Eberhard Diepgen enden. Zum anderen zeigt der Blick in unsere Vergangenheit, was unsere Partei, was die CDU auch heute noch auszeichnet. Handeln aus Verantwortung für das Land und für die Menschen. Und mit dieser Haltung haben wir auch den jetzigen Koalitionsvertrag verhandelt. Mit dieser Haltung gehen wir hoffentlich in eine neue große Koalition. Ich hoffe es, weil Deutschland gerade in diesen weltpolitisch schwierigen Zeiten vernünftige, verantwortungsvolle und verlässliche Führung braucht. Dafür steht Angela Merkel. Ich hoffe es, weil die Bürgerinnen und Bürger zu Recht erwarten, dass die politisch Verantwortlichen handeln, wo es Sorgen und Nöte gibt, und zwar mit Augenmaß und Tatkraft. Dafür steht die CDU. Und ich hoffe es nicht zuletzt auch für Berlin, liebe Freundinnen und Freunde. Der Koalitionsvertrag sieht zum Beispiel insgesamt 5 Milliarden für moderne, besser ausgestattete Schulen vor,
außerdem 2 Milliarden für einen Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung in Grundschulen. Das ist ein Segen für Berlin, das über viele Jahre bildungspolitisch von Rot-Rot heruntergewirtschaftet wurde und dessen Familien mehr verdienen als das ideen- und ambitionslose Gewürge der rot-rot-grünen Landesregierung. Denn mit seiner vielfältigen Kunst- und Kulturszene, mit seinem reichen kulturellen Angebot ist Berlin zweifellos Aushängeschild eines weltoffenen Deutschlands. Nicht nur zu Zeiten der Berlinale, die unsere Hauptstadt erst in den vergangenen Wochen mit 500.000 Besucher wieder in einen Filmrausch versetzt hat. Nein, Berlin ist Heimat der Vielfalt, einer Metropole, die die klügsten und kreativsten Köpfe aus der ganzen Welt, der Wissenschaft, der Kultur, auch aus der Subkultur und damit Innovationskraft aus aller Welt nach Deutschland lockt. Da frage ich mich manchmal, was kann eine Stadt, was kann einem Land Besseres passieren? Gibt es ein schöneres Kompliment als die Sehnsucht so vieler junger Menschen aus der ganzen Welt, genau hier leben und arbeiten zu wollen? Umso bitterer, dass eine Stadt, die vor allem dank des Engagements des Bundes, ausgerechnet des Bundes, kulturell so viel zu bieten hat, politisch derart kleingeistig, ideenlos und unter Wert regiert wird. Ob Bildung, ob Wohnen, ob Verkehr oder Wirtschaft, Menschen, die Probleme anpacken wollen, werden hier, ich zitiere aus einem aktuellen Leitartikel der FAZ, zuverlässig eher behindert als gefördert. Es wird also Zeit, die Hauptstadt auch politisch zu einer würdigen Visitenkarte Deutschlands zu machen. Berlin braucht bürgerliche Politik. Die Wahlerfolge der CDU im vergangenen Jahr im Saarland, in Schleswig-Holstein und in Nordrhein-Westfalen sind uns Berlinern dafür Ansporn und Ermutigung, liebe Annegret, lieber Daniel Günther, lieber Armin Laschet, ihr steht für eine Politik, die nah dran ist am Alltag der Menschen und die Zusammenhalt stiftet über alle Unterschiede hinweg. Ihr seid Vorbilder für erfolgreiche christdemokratische Politik, wie auch Berlin sie braucht. Und ich bin zuversichtlich, dass wir als Volkspartei der Mitte auch in Berlin genügend Wählerinnen und Wähler mobilisieren können, um Rot-Rot-Grün abzuwählen. Ein letzter Gedanke. Schließlich hat Berlin und hat die CDU, liebe Freundinnen und Freunde, schon zu Veränderungen ganz anderer Dimension beigetragen. Daran erinnert uns ein ganz besonderer Tag in diesem Februar 2018. Gerade eben erst am 5. Februar lag der Fall der Berliner Mauer genau so lange zurück, wie die Grenze zuvor Berlin, Deutschland und die Welt geteilt hat. Nämlich 28 Jahre, 2 Monate und 27 Tage. Die Einheit der Nation und die Einheit Europas, für die wir Christdemokratinnen und Christdemokraten seit unserer Parteigründung eingetreten sind und für die nicht zuletzt der Name Helmut Kohl steht, hat sich damit als beständiger erwiesen als eine steinerne Mauer und ein eiserner Vorhang. Ja, Berlin ist die Stadt, deren Gesicht die Spuren historischer Veränderungen trägt und deren Geschichte von der Mauern überwindenden Sehnsucht nach Freiheit erzählt. In einer solchen Stadt ist die CDU als Partei der Freiheit in Verantwortung sehr gut aufgehoben. In diesem Sinne noch einmal ein herzliches Willkommen in Berlin, liebe Freundinnen und Freunde. Mögen der erfolgreiche Wandel Berlins und der christdemokratische Anteil daran uns beim Aufbruch in weitere erfolgreiche Regierungsjahre auf Bundesebene inspirieren. Vielen Dank.